Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir sind endlich auf Nar Shaddaa angelangt und ja, es ist noch nicht viel passiert. Wir haben den Handlungsbogen von Nar Shaddaa schon mal entgegengenommen und ja, hier befindet sich die erste Heldenmission, die wir annehmen können. Schauen wir doch mal. Mein Sith Lord, ich bin Captain Heedley, imperiale Gefängnisaufsicht. Verzeiht, dass ich euch anspreche, aber es gibt hier Schwierigkeiten. Ich habe einen Gefangenentransport überwacht. Da war ein Weequire-Pirat namens Womba. Ein paar Kopfgeldjäger haben ihn gefangen und wollten die Belohnung kassieren. Wombas Kumpels haben davon Wind bekommen. Sie haben unsere Sicherheitsdruiden ausgeschaltet, den ganzen Raumhafen in ein Schlachtfeld verwandelt und sind mit Womba abgehauen. Ihr habt also versagt? Ein gefährlicher Verbrecher ist entflohen, als ihr Wache hattet? Sieht nicht gut aus für euch, Captain. Noch ist er nicht entflohen, mein Sith Lord. Er hat sich immer noch im Raumhafen verschanzt und wehrt sich verbissen. Dank der ausgeschalteten Droiden und seiner Komplizen kann er sich im Terminal frei bewegen, aber wir haben ihn jetzt in der Falle. Unseren Unterhändler haben sie ermordet. Sowas darf nicht noch einmal passieren. Jemand muss da jetzt reingehen und ein Exempel statuieren. Betrachtet es als erledigt. Sie haben alle ihr Leben verwirkt. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Wombas Bande hat überall im Terminal Kontrollstationen gehackt. Wenn ihr die zurücksetzt, werden die Droiden sich wieder einschalten und ihre Aufgaben erledigen. Und dann müssen wir nur noch aufräumen. Lasst es krachen. Das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. Und hier vorne befindet sich die Heldenmission auch schon. Fatale Folgen. Wir sollen 4 Sicherheitsdroidenkonsolen reparieren. Damit werden dann die Sicherheitsdroiden wieder aktiviert. Und die unterstützen uns dann so ein bisschen im Kampf. Als wenn wir das brauchen würden. Ja, Leute. Und auch hier erwarten uns natürlich dann wieder etwas stärkere Gegner. Aber nichts, was wir nicht schaffen könnten. Ja, Womba ist hier dieses Verbrecherkartell, gegen das wir jetzt gerade kämpfen. So, und 45 Gegner sollen wir ausschalten, damit wir hier die Bonusmission erfüllt haben. Hört sich im Moment viel an, aber werden wir mit Sicherheit vollkriegen. Ja, die haben hier komplett den Flughafen-Terminal besetzt von dem Raumhafen. Was haben wir da bekommen? Ein Geschenk. Kein Einflussgewinn für Malawai-Quinn. Schade. Wir sonst direkt mal benutzen können. Unser Einfluss schon mal ein bisschen zu steigern mit ihm. So, seht ihr, 11 haben wir schon. Das geht relativ schnell. Wo müssen wir denn überall hin? Also hier unten ist auf jeden Fall, sind 2 und ich glaube oben sind dann auch nochmal 2, genau. Also wir haben einiges auf dem Zettel. Vielleicht haben wir auch Glück und mit der Kiste des Bollwerks, die wir hier bekommen, kriegen wir dann auch wieder eine neue Rüstung. Ich weiß, sie ist jetzt momentan nicht so schön wie unsere alte, aber sie tut ihr Bestes von den Werten her. Ja, wo sind wir denn? Kurz die Orientierung verloren hier. So. Ja,
sind auch wieder viele Leute unterwegs, die Mitglieder für ihre Gilden suchen. Auch ein hart umkämpftes Geschäft hier natürlich. So, wenn wir die Computer hier nämlich hacken, dann werden diese Druiden hier wieder aktiv und unterstützen uns dann hier im Kampf gegen die Verbrecher. So, dann können wir schon mal die erste Sicherheitsdruiden-Konsole hacken. Und der wird jetzt gleich wieder aktiv und nimmt dann hier die Verfolgung auf gegen den Rest der Bande. Machen eigentlich auch einen guten Schaden, finde ich. Ich habe das auch schon mal schlechter erlebt. So, in diese Gänge müssen wir ja unweigerlich in Ruhe rein. Deswegen geht der Zähler automatisch ja schon los hier. Den Gegnern, die wir zwangsläufig töten müssen. Ja, Kampf gegen Feinde, neues Eroberungsziel, mal wieder abgeschlossen. Der lebt ja immer noch. Jetzt nicht mehr. So, das ist der zweite Bot. Wie sieht es denn eigentlich aus? Für mich eine Stufe 48 haben wir immer noch. Ich glaube, 50 ist der Endstation. Ein paar sind es noch. Ja, ich versuche ein bisschen öfter hier den bösartigen Wurf mal einzusetzen. Der macht ja auf jeden Fall auch gut Schaden. Zumindest wenn die Gegner hier ungefähr bei 30% Gesundheit liegen oder weniger. Erst dann kann man den einsetzen. Aber manchmal geht es halt so schnell, dass sich das gar nicht mehr lohnt. Ja, erzähl mal, vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Tipps für mich. Ich mache mit Sicherheit nicht alles richtig. Gerade wenn man so einen Tank spielt. Vielleicht habt ihr da ein bisschen mehr Ahnung. Schreibt es auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, wenn ihr da den einen oder anderen Tipp nochmal für mich habt. Auch gerade was die Gefechtsgeschicke angeht. Da gibt es ja auch schon den einen oder anderen Guide natürlich im Internet. Aber ich bin aber nicht so ein Freund von einfach blindlings irgendwelche Sachen nachzuspielen, sondern ich setze mich dann schon mit den Sachen eher auseinander und gucke, okay, was könnte mir helfen. Wenn ich weiß, dass ich die eine oder andere Fähigkeit sowieso sehr selten einsetze, dann nehme ich die meistens auch gar nicht erst mit oder irgendeine Verbesserung dazu, weil das wird mein Spielstil ja nicht ändern. Das ist, was ich meine.
So, da haben wir die Bonusmission schon mal abgeschlossen. So, ein Bomber-Entführer. So, so. Den entführst du dann. Für das Imperium! So, hier haben wir schon mal den dritten Bot. Und dann müssen wir nur noch den letzten holen. Und die sorgen dann hier im Terminal wieder für Sicherheit und vertreiben die Verbrecher. Ich glaube, wir müssen uns dann nachher nur noch dem Boss stellen. Der wartet dann hier, glaube ich, auf uns. Durch den mittleren Gang. Silbernen Gegner fallen natürlich ein bisschen schneller um als die goldenen. Deswegen kämpfe ich gegen die einfach ein bisschen lieber, weil es gefühlt auch ein bisschen schneller geht. Und will sich auch nicht endlos lang immer mit einer Mission dann aufhalten. Wurde gestunt von Malawai Quinn, sodass er gerade keinen Schaden machen kann. Es gibt im Übrigen auch mit anderen Klassen, die ihr selber spielen könnt, so eine Fähigkeiten. Wenn ihr dann so eine Gruppe habt, dann könnt ihr mal den einen hier zum Beispiel rausnehmen und müsst nur noch gegen zwei kämpfen, bis ihr die erledigt habt und euch dann um den letzten kümmern könnt. Das ist immer ganz praktisch, wenn man noch nicht so stark auf der Brust ist und nicht mit dem Heiler vielleicht spielen möchte als Gefährten. Dann kann man das ganz gut machen. So Leute, das ist der vierte Bot. Und somit haben wir dann die Sicherheit hier zumindest erstmal wieder hergestellt. Jetzt sollen wir die Sicherheitstür durchbrechen und uns dann ja dem Boss hier entgegenstellen. Oh, hier haben wir wohl gar nicht gelootet. Oder das sieht nur noch so aus. Achso, nee, das ist von unten. Denn die Bots, die kämpfen ja auch gegen die Kollegen hier überall. Na, jetzt müssen wir gleich nochmal gucken, wenn wir hier fertig sind, ob wir die looten können. Haben wir ein bisschen Loot, ohne dass wir uns die Hände schmutzig machen mussten. Da nutze ich auch viel zu selten den Machtgriff. Aber dahinter ist auch immer so eine kurze Pause hinter der Fähigkeit. Die anderen, die gehen immer so schön in Fleisch und Blut über, finde ich. So, was haben wir hier bekommen? Nochmal eine Technologie. Mittlerer Einflussgewinn nur. Das lohnt sich nicht. So, da ist Womba, der Boss. Und der will dann natürlich auch nochmal was abhaben von unserem Lichtschwert hier. Kann er gerne bekommen. Ja, probieren wir mal unseren Schild hier, kann ich schaden. Siege Bomber und seine Männer. Wir hören dann auch noch was von hier. Kopfgeld. Die Typen, die ihn gefangen haben, brauchen es nicht mehr. Sie sind in der Schießerei umgekommen. Sehr schön. Neue Stufe 59.
Das ist schon sehr krass. Ja, dann machen wir uns mal hier nach unten auf und looten noch mal die restlichen Leute. Ah, der Roboter hat hier einige Arbeit erledigt. Kann ja nicht schaden, das einzusammeln. Gut, Leute. Wir schauen mal kurz in die Kiste. Schade, schade. Aber hier können wir schon mal wieder was austauschen. Den auf jeden Fall. Ich hätte gerne eine neue Rüstung gehabt. Aber das wird auch nicht die letzte Heldmission gewesen sein hier. Da kommen noch einige auf uns zu. Und von Questbelohnung her werden wir da leider nichts zu erwarten haben. Das wird sich eher so in dem Bereich hier wieder befinden, der Stufe 25 jetzt. Aber da sind wir schon weit drüber. So, was haben wir hier? Raumschiffsausrüstungen. Da können wir mal kurz gucken. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Sind. Überzeugt euch selbst. Ich glaube, 5. Grad haben wir ja auch, ne? Die haben wir schon. Gesteigertes Energieumwandlungsmodul wird beim Ausrüsten gebunden. Das hier, Energieumwandlungsmodul. Das können wir sogar kaufen. Was bringt das denn? Blasterkanonen verursachen mehr Schaden, aber die Schildgenerationsrate ist halbiert. Okay, wann benutzt man das denn? Achso, vielleicht wird das dann als Button irgendwo angezeigt oder so. Ja, 200.000 Credits ist jetzt nicht die Welt. Können wir mal kaufen und ausrüsten. Warum nicht? Werden wir ja auf jeden Fall mal das ein oder andere Mal machen, so einen Raumkampf. So, restlichen Sachen verkaufen wir nochmal hier. Ja, zack, zack. Und dann machen wir uns wieder auf. So, und hier haben wir die restlichen Heldenmissionen. Würde ich sagen, nehmen wir die alle mal ab. Ja, Parameter mit höchster Dringlichkeit, das kennen wir ja alle schon. Ich lese nur die vor, die wirklich ein bisschen anders sind. Sowas wie das hier. Dringende Kopfgeldausschreibung des Huttenkartells. Das Kartell sucht kampferprobte Individuen, die die Großzügigkeit der Hutten zu schätzen wissen. Ein großes Rudel wilder Wribbler hat den Netzzugriff heimgesucht. Diese tödlichen Raubtiere verursachen Chaos bei der Energiestation. Billionen wichtiger Daten sind gefährdet. Das ganze Holonetz könnte zusammenbrechen. Das Kartell verspricht jedem eine üppige Belohnung, der es schafft, die Dinger auszulöschen und den Schaden zu beheben, bevor es zu spät ist. Warnung: Mehrere Sicherheitsteams haben von ungewöhnlich großen Alpha-Tieren berichtet. Es liegen leider keine genauen Informationen vor, da sich die Teams seitdem nicht mehr gemeldet haben. Alles klar. So, und nochmal ein imperiales Terminierungsgesuch, Kopfgeldausschreibung. Mehrere Jedi-Kämpfer sind in diesem Sektor eingedrungen. Sie unterstützen heimlich die fremdartigen Flüchtlinge und ihre anti-imperialen Interessen. Loyale Diener des Imperiums werden ermutigt, diese republikanischen Störenfriede gnadenlos zu liquidieren. Diese Belohnung wird genehmigt, sobald alle Jedi bei der Schlüsselkoordinaten neutralisiert worden sind. Ja, sehr schön. Damit haben wir dann alle Heldenmissionen angenommen. Und dann machen wir uns mal auf. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Wo müssen wir denn hin? Die Kontaktperson und ein vernichtender Schlag. Genau, damit starten wir nämlich. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Die beiden lilanen Quest hier. Und da müssen wir dann natürlich erstmal dem nachgehen. Und kriegen da mit Sicherheit auch noch weitere Quests. Ja, schauen wir mal, was da so bei rumkommt. Auf jeden Fall eine schöne Aussicht hier. Seht ihr, was ich meinte? Der Planet ist komplett einfach bebaut. Hier gibt es wenig Grün. So, Korellianischer Sektor, da sind wir angekommen. Und da erwartet uns auch schon wieder eine Quest hier vorne. Die nehmen wir mal direkt an. Nikat Agakit Nebam. Naya Amgambarakeki.
Sag mir, was ihr wisst. Wenn ihr Informationen das Imperium betreffend habt, dann schlage ich vor, ihr übergebt sie mir. Okay, und wer verkauft die? Ich muss wissen, wer dafür verantwortlich ist. Okay, eine Bande von Hackern. Danke für den Tipp. Ich muss nur wissen, wohin ich soll. Die sind meist am Marktplatz zu finden. Alles klar. Gut, Leute, da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne mal ein Like oder Kommentar, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und genau, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter mit den Hauptquests auf jeden Fall. Finden uns ein bisschen zurecht auf Nashadar. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also, bis dahin, liebe Leute.